Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des AMBOSS Studientelegramms, Markus at Home begrüßt Herrn Professor Andreas Wischetil in Wien, mit dem wir uns über die 2022 Leitlinien der International Society for Peritoneal Dialysis zur Peritonealdialyse assoziierten Peritonitis unterhalten möchten. Lieber Herr Wischetil, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend für uns Zeit gefunden haben. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Professor Wischetil ist Professor an der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 des Universitätsklinikums AKH Wien, unser dritter Gast schon aus Wien, und Leiter der Arbeitsgruppe Peritonealdialyse der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie. Ich freue mich über zwei Co-Moderatoren im Schnittfeld Nephrologie-Mikrobiologie, Professor Sören Becker, Ordinarius für Mikrobiologie in Homburg und Mitgründungsvater von Markus at Home, und Professor Matthias Gierend, Ordinarius für Nephrologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Leiter der Kommission Hygiene und Infektionsprävention. Mein Name ist Gunnar Heine, Nephrologe in Frankfurt. Herr Wischetil, wir würden vorschlagen, dass wir die Leitlinien schrittweise mit Ihnen diskutieren. Die Leitlinie ist in 5 größere Kapitel unterteilt. Wir würden uns vor allen Dingen auf die ersten 3 Kapitel fokussieren. Definition und Bestimmung der Peritonitis, Prävention der Peritonitis und Behandlung der Peritonitis. Und am Schluss vielleicht noch kurz die Frage, wie monitore ich die Antwort auf die Therapie und wann muss der Katheter raus? Vielleicht einleitend noch einmal einen Blick zurück. Das ist ein Update. Ich glaube, die letzten Leitlinien waren aus dem Jahr 2016. Aus europäischer Sicht eine etwas für uns ungewöhnliche Zusammensetzung der Leitlinienautoren. Eine einzige Kollegin aus Mitteleuropa, Jolanta Malitko aus Warschau. Kein Österreicher, kein Deutscher, kein Schweizer dabei gewesen. Ein paar Engländer waren dabei gewesen. So viel der Vorrede. Wie immer bei der Peritonealdialyse ist das Ganze relativ wenig evidenzbasiert. Viele Empfehlungen beruhen auf der Basis von Kohortenanalysen, randomisierte klinische Studien sind weniger. Starten wir mit der Definition, Herr Wischetil. Das sieht am Anfang ja zunächst mal relativ einfach aus. 2 von 3 Kriterien sollen erfüllt sein. Ich muss entweder klinische Veränderungen haben, wie bei einer Peritonitis, nämlich Schmerzen und oder eine Verfärbung des Dialysates, was letztendlich ja dann die Leukozyten reflektiert, die da im 2. Punkt erfasst sind, mehr als 100 Leukozyten pro Mikroliter, mindestens 50% Neutrophile und dann eine positive Kultur. 2 von 3 Kriterien müssen erfüllt sein. Jetzt kommt der Patient in die Notaufnahme. Der kommt jetzt ja nicht immer mit dieser hier vorausgesetzten Dwell-Time von mindestens 2 Stunden. Wie gehen wir klinisch jetzt am besten vor, wenn der Patient mit leerem Bauch kommt, wenn er gerade den Bauch gefüllt hat? Wie lange sollen wir warten? Wie sollen wir diagnostisch vorgehen? Ja, also zunächst einmal, diese vorliegenden Guidelines sind mittlerweile die achten ISPD-Guidelines. An dieser Definition hat sich nicht sehr viel geändert. Die gab es auch schon in den vorigen Guidelines. Sie ist vernünftig grundsätzlich und passt eigentlich meistens in der Praxis. Zu Ihrer Frage jetzt, natürlich gibt es unklare Fälle, beispielsweise Patienten, die eine leere Peritonealhöhle haben oder die gerade sich vom Cycler abhängen mit kurzen Verweilzeiten und dann ins Zentrum kommen, und da schlägt die ISPD vor, eine sogenannte 2-Stunden-Diagnostik zu machen, das heißt, die Peritonealhöhle mit Dialysat zu füllen, mit zumindest 1 Liter, und nach 2 Stunden eine Leukozytenkontrolle zu machen. Das ist vernünftig. Ich muss sagen, es wird auch empfohlen, bei Cycler-Patienten mit kürzeren Verweilzeiten vielleicht eher auf das DIF zu schauen, wenn die Leukozytenzahl unter 100 ist und ein Peritonitis-Verdacht besteht. Aber vielleicht würde mir der Herr Gierend dazu stimmen. In der Praxis ist das wahnsinnig schwierig, eine Differentialzählung zu fordern bei Leukozytenzahlen unter 100. Also ich glaube, dass die 2-Stunden-Diagnostik, die ich gerade erwähnt habe, der praktikablere Weg ist. Sehe ich genauso. Ein Punkt ist ja, die Patienten werden ja häufig darauf geschult, den letzten Beutel mitzubringen. Was halten Sie davon, daraus Diagnostik zu machen? Ist ja auch ziemlich undefiniert, was wir dann angeliefert bekommen. Ja, das ist bei CABD durchaus praktikabel. Bei APD ist natürlich sozusagen der Beutel vom Vortag. Trotzdem interessant, kann auch schon positiv sein. Also wir schulen die Patienten nicht darauf, aber wenn es ein Patient mitbringt, ist natürlich hilfreich.
Die Zwei-Stunden-Diagnostik ist vor allem auch deshalb wichtig, weil natürlich eher die Chance besteht, dass die Kulturen positiv werden als mit einer solchen kurzen Verweilzeit an der APD. Das ist der zweite praktische Punkt. Aber Vortag ist perfekt, wenn es jemand mitbringt. Ich weiß nicht, ob andere Zentren, dass die Patienten schulen darauf oder nicht. Wir tun das nicht routinemäßig. In welches Material sollten die Kollegen an der Notaufnahme dann die Flüssigkeit abfüllen? Blutkulturflaschen, einfach eine ganz normale leere Spritze. Und dann vor allen Dingen, wie sollte dieses Material dann optimal gelagert werden, wenn nicht die mikrobiologische Institution direkt per Rohrpost erreichbar ist? Ja, also eindeutig Blutkulturflaschen, das wird jetzt auch von der ISPD so empfohlen. Wir haben auch selbst Erfahrung gemacht, wir haben früher auf Nährstoffplatten ausgestrichen und haben dann doch eine eher erhöhte Rate an kulturnegativer Peritonitis gehabt, darüber werden wir noch reden. Und nach Umstellung der Technik, Installation des Dialysates in die Blutkulturflaschen ist eigentlich die Zahl der negativen Kulturen bei Verdacht auf bakterielle Peritonitis ganz, ganz klein. Also eindeutig Blutkulturflaschen. Und die müssen halt, ich meine, da sind wir sicher an der Klinik verwöhnt, weil wir können das eigentlich rund um die Uhr ins Labor schicken. Aber die müssen dann schon entsprechend bebrütet werden halt und dann am nächsten Tag ausgewertet werden. Vielleicht kann der Herr Becker da genaueres dazu sagen. Ja, sehr gerne. Also ich glaube auch, dass wir generell über diese Installation in Blutkulturflaschen tatsächlich doch nochmal eine deutliche Verbesserung erreicht haben, so ähnlich wie das ja bei Liquor oder so auch der Fall ist. Was ich häufig noch relativ wichtig finde, ist, dass man nach Möglichkeit aus mikrobiologischer Sicht zusätzlich noch auch noch etwas nativ mit einschicken sollte. Einfach aus dem Grund, weil man ja doch manchmal die Situation hat, dass man tatsächlich schon direkt im Grampräparat Bakterien nachweisen kann. Und wenn die Flüssigkeit erstmal in der Blutkulturflasche installiert ist, dann ist die ja sozusagen da drin, geht in Brütungsautomaten, aber man kann eben kein Grampräparat mehr machen. Und da haben wir manchmal die Erfahrung gemacht, dass man dann wirklich schon nochmal schneller ist. Denn wenn man direkt in dem Nativpräparat, was man ja eigentlich eine halbe Stunde, nachdem die Probe eingegangen ist, gemacht hat und da schon irgendwie gramnegative Stäbchen sieht, dann ist ja doch manchmal die Situation, dass bisher erst, weil er bis in der Vergangenheit immer eine Staphylococcus aureus Peritonitis zum Beispiel hatte, nur gram-positive Antibiotikatherapie begonnen wurde. Und dann kann man da eigentlich schon einen Tag früher umstellen. Aber also sicherlich nicht ohne Blutkulturflaschen. Aber wenn es geht, aus meiner Sicht gerne auch noch ein bisschen was nativ, damit man dieses Direktpräparat noch machen kann. Das ist dann einfach die 10er-Spritze oder 20er-Spritze oder in welcher Form hättet ihr das dann gerne als Material? Ja, das ist im Endeffekt egal. Also man kommt ein bisschen aufs Transportsystem auch an. Also bei so Rohrpostsystemen und so ist das mit den Spritzen manchmal, je nachdem wie schnell die da unterwegs sind, mit dem viel Druck auch ein bisschen schwierig, weil die dann manchmal auslaufen, aber nach Möglichkeit in irgendeinem sterilen Gefäß, das kann auch dann im Zweifel die Spritze sein, denke ich. Und dann hänge ich da eine mikrobiologische Frage nochmal an. Wie ist das, wenn ich von vornherein erhöhten Verdacht habe auf eine Pilzgenese, auf atypische Erregertuberkulose, sollte ich dann zusätzliche Flaschen noch bebrüten oder bleibt es dann bei den Standard-Blutkulturflaschen? Also Mykobakterien ist sicherlich nochmal ein spezielles Thema, das ist ja immer schwierig, aber die Pilze, normalerweise wachsen die auch in den normalen aerob-anaeroben Flaschen. Es gibt ja auch noch diese pilzspezifischen Flaschen, die sind zumindest was Blutkulturen, also wirkliche Blutkulturen angeht, oft ein bisschen schneller positiv, vielleicht mal einen halben Tag oder einen Tag schneller positiv als die normalen bakteriellen Flaschen. Aber das ist eigentlich auch oft schon der einzige Vorteil. Also bei den wirklich Blutkulturpatienten bin ich eigentlich immer der Meinung, man macht lieber dreimal aerob-anaerob als zweimal so ein Triplett mit einer Pilzflasche, weil die dann doch meistens in der Gesamtdetektionsrate nicht so den Riesenunterschied macht. Also Candida ist eigentlich kein Problem, auch in den normalen Blutkulturflaschen zu finden. Mykobakterien ist ja immer relativ tricky, muss man sagen. Da gibt es auch spezielle Flaschen zu, aber ob man die jetzt dann, also wenn wirklich ein Verdacht besteht wegen des entsprechenden Reisehinter- oder Migrationshintergrunds der Person und vielleicht auch schon Tuberkulose sonst vorbekannt ist, also dann gibt es da auch spezielle Flaschen für. Aber da kann man dann auch zusätzlich auch aus dem Nativmaterial den Nachweis versuchen. Aber ich übersehe nichts. Ich bin einfach nur ein bisschen langsamer dann bei den Pilzen, wenn ich das standardmäßig mache mit den zwei Blutkulturflaschen. Nach unserer Erfahrung ja. Ich weiß nicht, ob die Kollegen das teilen. Kann ich bestätigen. Dann vielleicht noch meinerseits ein letzter Aspekt dazu. Das ist jetzt natürlich relativ einfach aus den Uniklinika in Wien, in Halle, auch hier bei uns im Markus-Krankenhaus, wo das Labor direkt daneben ist. Jetzt bin ich in der Dialysepraxis, in einem
kleineren Standort. Da kommt der Patient morgens um 6, wenn die Dialyse aufschließt. Der Transportdienst kommt irgendwann um 10 oder 11 oder 12 Uhr vormittags. Was mache ich dann in den 5 Stunden mit dem Material? Kühlschrank, Raumtemperatur? Ich gehe mal davon aus, die meisten Dialysezentren werden jetzt keinen Inkubator haben. Also wenn es in Blutkulturflaschen installiert wird, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht vorinkubieren. Das hat man ja früher manchmal so gemacht. Aber wenn diese Blutkulturflaschen dann wirklich in so einen Automaten, in so einen Detektionsautomaten kommen, dann ist das, was quasi die Automaten detektieren können, eigentlich so dieses Delta im Wachstum. Und wenn man jetzt, sagen wir, 12 Stunden vorinkubiert, dann hat ja mitunter diese massive Vermehrung der Bakterien schon stattgefunden und dass die Flasche kommt zu einem Zeitpunkt in den Automaten, wo gar nicht mehr so ein exponentielles Wachstum stattfindet. Und dann hat man mitunter auch die Gefahr, dass die dann falsch negativ sein können, die Kulturen, weil sozusagen das der Großteil des Wachstums schon stattgefunden hat. Die Geräte sind relativ gut geworden. Normalerweise ist das jetzt so, dass bis zu 48 Stunden zwischen Abnahme und Eingabe ins Gerät okay ist, wenn man das so bei einigermaßen Raumtemperatur. Ist vielleicht aktuell auch in Europa die Frage, was momentan jetzt gerade die Raumtemperatur ist. Mir kommt ja dem Inkubationsschrank schon relativ nahe, aber in diesen Wochen. Aber genau, also dass das normalerweise dann kein großes Problem ist, aber nicht irgendwie schon im Wärmeschrank vorinkubieren, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage, weil ich glaube, in den Guidelines steht auch, dass das innerhalb von 6 Stunden sollten die Proben im mikrobiologischen Labor sein, nicht? Aber das ist schon wichtig, was man in diesen 6 Stunden machen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann habe ich noch eine Spitzfindigkeit, Herr Wischetil, wenn man das so liest, Querschluss, der mir sich nicht ganz erschließt. Es geht ja hier um die Definition der Peritonitis, es geht ja nicht um die Definition der infektiösen Peritonitis. Das heißt, die eosinophile Peritonitis müssten diesen Kriterien ja auch erfüllen. Bei der eosinophilen habe ich jetzt ja aber durchaus weniger als die 50% Neutrophile und ich habe vor allen Dingen auch keine Kultur, die dann positiv sein kann. Ist das ein Verständnisproblem von mir oder ist da eine Inkonsistenz in der Definition drin? Wenn man es ganz genau nimmt, letzteres natürlich, aber es geht schon um die infektiöse Peritonitis, das zeigt, glaube ich, die Überschrift der Guidelines. Man muss sagen, dass die nicht infektiöse kulturnegative Peritonitis zum Beispiel oder vor allem eigentlich ganz, ganz selten ist. Also das fällt ziemlich aus dem Gewicht, wenn man so sagen will, nicht. Also in aller Regel hat man schon bei dieser Konstellation eine infektiöse Peritonitis. Aber es stimmt schon, natürlich ist hier auch die kulturnegative Peritonitis und damit auch die nicht infektiös kulturnegative Peritonitis irgendwo enthalten. Dann kommen 2 etwas drögere Abschnitte. Da geht es dann um Definitionen, wie man das Ganze nennen soll. Gibt es da, Herr Wischetil, Ihrerseits was anzumerken, außer dass es dann in der Nomenklatur immer ein bisschen kompliziert ist? Ja, also der erste Punkt ist klar, das sollte man machen. Man sollte auch sozusagen CAM-spezifisch die Peritonitis diagnostizieren und auch statistisch erfassen, natürlich im Zentrum. Da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Was vielleicht, das kommt nachher noch ganz kurz, aber ich möchte es vielleicht hier erwähnen, interessant ist, die neuen Guidelines empfehlen, auch die Prä-BD-Peritonitis-Rate zu erheben. Bisher war das also ein bisschen schwammig. Nicht, wann beginnt eigentlich die BD? Beginnt sie mit der Katheterimplantation oder beginnt sie dann wirklich mit dem ersten Dialysat-Einlauf? Da kann ja eine Zeit dazwischen liegen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil es doch Daten gibt, dass 5%, manchmal in manchen Daten sogar noch mehr, Peritonitis auftreten kann zwischen BD-Katheterimplantation und BD-Beginn. Das sollte aber gesondert erfasst werden und nicht in die allgemeine Peritonitisrate einkalkuliert werden. Das ist wichtig. Und sonst hat sich da jetzt nicht allzu viel. Es gibt die Katheter-related Peritonitis natürlich. Innerhalb von 3 Monaten im Zusammenhang mit einer Katheterinfektion. Das ist zu unterscheiden von der Peritonitis nach Katheterimplantation. Die gibt es auch in diesen Guidelines. Das wäre innerhalb von 30 Tagen nach Katheterimplantation. Und halt die enterogene Peritonitis, wo vielleicht neu ist, dass wenn eindeutig eine Pathologie in der Peritonealhöhle ist und eine Peritonitis auftritt und ein Zusammenhang wahrscheinlich ist und Kulturen sind negativ, dass diese Episoden als enterogen und nicht als kulturnegative Peritonitis gewertet werden. Das ist vielleicht ein kleiner neuer Aspekt, aber sonst hat sich da nicht sehr viel Neues ergeben. Dann ein weiteres, etwas sperriges, aber vielleicht dann doch relevantes
Überblicksbild nochmal wiederum zur Definition. Da stehen jetzt viele R-Wörter, refraktär, rekurrent, relapsierend, repeat. Ich muss zugeben, wir zumindest sind im klinischen Alltag da nicht ganz so streng, zumal wir ja auch viele verschiedene Infektionserkrankungen haben, bei denen dann die Definition immer so ein bisschen anders ist. Was ist hier für unseren nephrologischen klinischen Alltag relevant von der Nomenklatur? Also ich glaube, man kann sich ziemlich auf den linken Teil der Tabelle fokussieren. Medical Cure, das ist eigentlich ganz einleuchtend, das ist eben alles, was zur Heilung der Peritonitis führt, alle Fälle, die, wo die Peritonitis abhält, ohne Transfer zur Hämodialyse, Tod, Katheterexplantation oder eben Relapse oder Recurrent Peritonitis. Die Definitionen von Recurrent, Relapsing und Repeat sind gleich geblieben. Relapsing ist schon wichtig. Relapsing heißt ja, dass das sozusagen noch einmal eine Peritonitis-Episode mit demselben Keim innerhalb von 4 Wochen nach Ende der Therapie der vorigen Episode auftritt. Das sollte auch nicht zweimal in die Peritonitis-Statistik einkalkuliert werden. Aber natürlich hat man dann Handlungsbedarf. Einerseits, dass man durch Ursachenforschung machen muss und andererseits, dass eigentlich hier die Katheterexplantation oder der Katheterwechsel halt erwogen werden soll. Und Repeated Peritonitis, ja, das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie der Becker das sieht, aber das ist eigentlich relativ ähnlich wie Relapsing Peritonitis, nur dass halt die nächste Episode etwas länger, in einem längeren Intervall auftritt, aber auch da, auch wenn eine Repeated Peritonitis zum Beispiel mit Staphylococcus epidermidis auftritt, muss man nachdenken, ob der Patient ein Handling-Problem hat zum Beispiel und ihn genauso wie bei der Relapsing Peritonitis nachtrainieren. Also die Maßnahmen sind relativ ähnlich. Und Katheterentfernung, Transfer zur Hämodialyse, Tod, Hospitalisierung im Rahmen einer Peritonitis-Episode, das sind eben andere Outcomes, die auch erfasst werden sollen. Sören, ist das bei anderen Infektionserkrankungen so ein bisschen konsistent oder definiert da jeder seine Refraktion und Rekurrenz und Relapsing dann individuell, was es dann ja für den Nicht-Mikrobiologen schwierig macht über das gesamte Spektrum infektiöser Erkrankung? Schwierig. Ich glaube, schon so ein bisschen Krankheitsbild abhängig. So. Also ich meine, so Rekurrenz, Relaps und Rekrudeszenz und sowas gibt es ja zum Beispiel auch mal bei Malaria. Da ist es ein bisschen anders definiert, aber das ergibt sich auch, soll ich sagen, aus der Pathophysiologie des Erregers. Also schon ein bisschen unterschiedlich immer. Aber ich glaube, per se ist das schon, macht das schon Sinn, da diese Unterscheidung, auch wenn sie einem manchmal so ein bisschen akademisch erscheinen mag, zu machen. Also gerade mit dem bei dem Relapsing und Repeat auch. Der allerwichtigste Punkt, glaube ich, ist die Refractory Peritonitis, also die persistierende Peritonitis, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch darauf zurück, weil da muss man wirklich sozusagen sein Handeln überlegen, auch abhängig vom klinischen Verlauf und den Keimen natürlich. Aber da werden wir später noch wahrscheinlich drüber diskutieren. Dann kommt eine Tabelle, die dann für den klinischen Alltag, denke ich, wieder sehr relevant ist, weil nämlich die Zielvorgaben hier stehen. Und die Zielvorgabe, die meines Wissens verschärft worden ist, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da Quatsch erzähle, ist, dass ich weniger als 0,4 Episoden an Peritonitiden pro Patient pro Jahr haben soll. Da zählen dann die Episoden zu Beginn der Peritonealdialyse mit Beginn der Kathetereinlage dazu. Und das heißt übersetzt, der Patient darf seltener als alle 2 Jahre, irgendwo zwischen alle 2 und 3 Jahre eine Peritonitis haben. Das ist strenger geworden, denke ich, sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir bessere Devices haben, die weniger direkten Kontakt vom Patienten mit den Materialien erfordert. Ja, also genau, das ist etwas strenger geworden, das Kriterium, aber durchaus machbar, muss man sagen. Die Prä-BD-Peritonitis-Rate sollte ja nicht einbezogen, also die Peritonitis-Fälle zwischen Katheterimplantation und BD-Beginn sollten nicht hier einbezogen sein in diese Kalkulation. Wohl aber, das steht auch in den Guidelines, wenn eine Peritonitis auftritt bei einem stationären Aufenthalt innerhalb der BD-Zeit und eigentlich das Personal inzwischen die Peritonitis macht für 2 Wochen, diese Fälle sollen, und das glaube ich auch pragmatisch, schon mitgezählt werden. Diese 0,4 als Cut-Off basieren auf verschiedenen Daten, vor allem auch auf B-DOPS-Daten, wo ja verschiedene Regionen der Welt sozusagen teilgenommen haben in dieser prospektiven, noch laufenden Studie. Und da war die Peritonitis-Rate in verschiedensten Regionen, es war Asien dabei, Europa, es war USA dabei, eben zwischen 0,24 und 0,4.
Und wenn man das anschaut, muss man sagen, dass das also 0,4 schon erreichbar ist. Und daher ist dieser Cut-off etwas nach unten oder zum Besseren korrigiert worden. Die kulturnegative Peritonitis-Rate halte ich für einen ganz wichtigen Qualitätsmarker. Der Cut-off hat sich nicht verändert. Es sollten von allen Peritonitis-Fällen, die also die Kriterien, die wir vorher besprochen haben, erfüllen, maximal oder weniger als 15% kulturnegativ sein. Und da zeigen auch die BD-TOPS-Daten, dass das gar nicht so leicht erreichbar ist. In dem Fall ist es nämlich nur so, dass nur ganz wenige Regionen tatsächlich da unter 15% gelegen sind. Und wir haben auch eigene Erfahrungen vor ein paar Jahren gemacht, nicht, dass das wirklich, man da wirklich eine Jahresstatistik braucht, um das frühzeitig zu erfassen. Wenn doch die Rate an kulturnegativer Peritonitis steigt und dann entsprechend halt mit der Probenverarbeitung oder mit dem Labor Maßnahmen treffen muss. Aber das ist ein wichtiger Qualitätsmarker, diese kulturnegative Peritonitis-Rate kleiner 15%. Und ja, dann gibt es noch zwei weitere Cut-Offs, die haben sich auch nicht verändert. Prozent der Patienten, die peritonitisfrei sind, zum Beispiel innerhalb eines Jahres größer 80%. Und die Peritonitis-Frequenz nach Katheteranlage sollte kleiner 5% sein. Das steht auch so in den Katheteranlage-Guidelines der ISPD, ist also kein neues Kriterium. Wobei es natürlich ein schwieriges Kriterium ist, die Rate der Komplikation direkt nach Katheteranlage zu erfassen. Denn die meisten Zentren haben ja nicht 100 Katheteranlagen pro Jahr. Und wenn man also 5, 6 Katheteranlagen hat, dann sollte man ja dieses Problem möglichst gar nicht sehen. Nach meiner Erfahrung sieht man es leider trotzdem. Nun sind wir vielleicht hier nicht gut genug, das kann ja sein. Aber wie sieht denn das ein großes Zentrum wie Wien? Sehen Sie diese Probleme? Also ich glaube, wir leiten schon, glaube ich, auf eine weitere Guideline, die da drinnen ist in diesem Paper über, wir machen eine antibiotische Prophylaxe. Das ist auch eine Empfehlung und ich muss sagen, die Post-BD-Katheterimplantationsperitonitis ist eine Rarität. Ob es die Prophylaxe ist, ob es doch die Erfahrung inzwischen ist oder die chirurgische Technik, kann ich nicht genau beantworten. Aber stimmt schon, ich glaube, das betrifft alle Komplikationsraten. Ein kleines Zentrum hat es immer schwer, nicht? Weil auch wenn ein Zentrum, das 7 Patienten behandelt, einmal zweimal zufällig eine kulturnegative Peritonitis hat, dann ist man ja schon über diesem Cut-off. Und das ist natürlich immer schwierig, nicht? Weil wir natürlich sehr leicht die Zahlen aus dem Gleichgewicht kommen können. Vielleicht noch ein Kommentar, bevor ich dann an Matthias Gern zur Prävention übergebe. Der bei dem Rückgang der Peritonitis-Fälle teilweise ja argumentativ vorgebracht worden ist, dass gesagt wird, ja, es werden zwar weniger Peritonitiden, aber die Abnahme ist insbesondere im Bereich der Keime, die da mikrobiologisch nicht die ganz große Herausforderung sind, wie die Koagulase-negativen Staphylokokken, während die Problemkeime quantitativ nicht den großen Unterschied machen. Ist das Ihre Erfahrung in Wien auch? Na, ich muss eigentlich sagen, es hat sich ein bisschen vielleicht vom Gram-Positiven zum Gram-Negativen verschoben, noch immer Gram-positiv die häufigsten Erreger, aber seit wir die Technik mit den Blutkulturflaschen, die man auch noch optimieren kann, die man vorher zentrifugiert, bevor man installiert, in die Blutkulturflaschen, seit wir diese Technik anwenden, ist die Ausbeute an positiven Kulturen eigentlich exzellent. Also da haben wir nur ganz gelegentlich einmal einen ausgerissenen Fall, wie vor etwa 1,5 Jahren einen Aspergillus niger, den wir dann in der Breitspektrum-PCR des Dialysates gefunden haben und nicht in den konventionellen Kulturen. Aber das sind Ausnahmen. Ja, dann kommen wir zum zweiten Kapitel der Prävention. Und die Prävention fängt meines Erachtens ja schon bei der Auswahl der Lokalisation des Exit Points an und bei einer guten Anlage, dann aber natürlich auch bei der antibiotischen Prophylaxe rund um das Katheterplacement. Sie haben es eben schon erwähnt, dass Sie das machen. Was muss man besonders beachten? Was würden Sie empfehlen, hier zu geben? Ich muss sagen, dass alles, was Sie am Anfang erwähnt haben, mindestens genauso wichtig ist. Immobilisation des Katheters, richtige Wahl der Austrittsstelle, Erfahrung des chirurgischen Teams, das ist eminent wichtig. Ich glaube, dass tatsächlich all diese Sachen dann
die Zukunft des Katheters und des Patienten bestimmen. Was die antibiotische Prophylaxe betrifft, wir nehmen nach wie vor ein Glykopeptid, ein Vancomycin oder Teicoplanin. Man kann genauso gut ein altes Cephalosporin nehmen. Übrigens, bitte korrigieren Sie mich, aber ich glaube, es ist die einzige 1A-Empfehlung. Man sieht daran, wie wenig Evidenz eigentlich da ist insgesamt. Und die basiert auf schon, ich glaube, es waren 4 randomisierten Studien, wo halt die antibiotische Prophylaxe im Vergleich zu keiner Prophylaxe einen Vorteil gehabt hat bezüglich der Postimplantationsperitonitis. Fairerweise muss man sagen, dass die Rate an Peritonitis in der Nicht-Antibiotika-Gruppe nach Implantation relativ hoch war. 12 bis über 20%, das ist eigentlich, ich bin jetzt kein Chirurg und vielleicht auch kein Chirurg da, aber das ist eigentlich nicht gut akzeptabel, muss man sagen. Nicht? Und natürlich, bei sehr hohen Peritonitis-Sorten ist eine Prophylaxe wahrscheinlich immer effektiver, als wenn man sowieso von vornherein niedrigere Peritonitis-Raten hat. Aber wir machen es, wir machen eine antibiotische Prophylaxe und wir folgen natürlich auch die anderen Faktoren. Ich denke, das ist ganz wichtig. Vor allem die Immobilisierung des Katheters. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Einheilungsphase, den man vielleicht gelegentlich zu wenig beachtet. Also kann ich nur zustimmen. Und die Empfehlung ist ja nicht neu, sondern die ist ja seit vielen Jahren drin in der Guideline. Entsprechend sind auch die zugrunde liegenden Studien schon älter und basieren auf einer Erfahrung, wo möglicherweise überhaupt die infektiösen Komplikationen noch häufiger waren. Gut, zweiter Punkt, über den es immer Diskussionen gibt, ist die Exit-Site-Care. Was soll man hier machen? Gerade bei der Hämodialyse über Katheter wird ja intensiv gestritten, ob tatsächlich antibakterielle Salben oder Anwendungen am Katheter-Exit sinnvoll sind. Bei der PD scheint man sich ein bisschen geeinigt zu haben. Wie ist Ihre Position dazu? Also eines meiner Lieblingsthemen, ich freue mich schon auf das Gespräch mit Herrn Becker diesbezüglich, die im unteren Teil die beiden Punkte, dass man natürlich eine Exit-Infektion oder Uninfektion sofort und effektiv behandelt, ist logisch, das ist trivial. Immobilisierung oder Immobilisation des Katheters haben wir schon erwähnt. Die antibiotische Prophylaxe wird sehr kontrovers gesehen. In der Tat, das ist eine relativ starke Empfehlung, die ist in den anderen Guidelines drinnen von 2017, glaube ich, ist meines Wissens auch eine 1A-Empfehlung. Und natürlich gibt es Daten, dass das zum Beispiel Mupirocin-Salbe appliziert in die Nase oder auf dem Exit-Site hier vor allem die Staphylokokken-Peritonitis-Rate reduziert, signifikant und deutlich reduziert. Trotzdem bestehen immer wieder Sorgen über Resistenzen, über Selektion anderer Keime und so weiter. Und ich zeige immer ganz gerne eine Arbeit da, die aus Australien kommt. Und die haben bei 8 Zentren die Praxis der Prophylaxe untersucht. Eigentlich war gar nicht das Ziel, sonst irgendwas zu machen, sondern nur den Ist-Stand der prophylaktischen Maßnahmen. Und ein einziges Zentrum hat überhaupt keine derartige Prophylaxe an der Austrittsstelle gemacht oder in der Nase im Langzeitverlauf. Und dieses Zentrum hat die besten Peritonitis-Raten und Exit-Infektionsraten gehabt. Sodass wir sehen, das allein ist es nicht, sondern es ist schon auch irgendwie all die anderen Maßnahmen eben, die wir schon erwähnt haben. Und ich muss sagen, wir verfolgen es nicht. Ein Nachteil der Salbenprophylaxe ist auch, dass wir täglich den Verband machen. Muss eigentlich, wir haben viele Patienten, die Folien verwenden und nicht täglich wechseln, mit guter Lebensqualität. Und ich sage bei Workshops immer, wenn ich gefragt werde, eigentlich wichtig ist die Jahresstatistik. Und wenn man eine exzellente Peritonitis-Rate hat von 0,15 pro Jahr, glaube ich nicht, dass man irgendwas ändern muss. Kann man auch Antiseptika weiterverwenden. Wenn man natürlich ein Problem hat und die Peritonitis-Rate steigt, dann sollte man derartige Maßnahmen schon auch in Erwägung ziehen. Also das halte ich für eine sehr ausgewogene Position dazu. Ich kenne auch Patienten, die machen gar keinen Verband mehr auf ihren Exit, nachdem der Katheter über längere Zeit liegt. Und wenn das trocken und sauber ist und gut funktioniert, dann denke ich, ist das akzeptabel. Und dann würde man mit einer antibakteriellen Salbe hier sicherlich nichts verbessern.
Also ich sehe das auch mit großer Sorge, dass hier so eine harte Empfehlung gegeben wird und tue mich auch ein bisschen schwer, in der Literatur wirklich zu differenzieren zwischen den Studien, die auf den Exit die Salbe angebracht haben und diejenigen, die die Salbe in den Nasenvorhof gebracht haben. Das wird gerne so ein bisschen unscharf getrennt. Ich meine, wenn ich ein Staphylokokkenproblem habe, dann habe ich Interventionsmöglichkeiten. Wenn ich keins habe, dann würde ich es lassen. Also ich würde mich da ehrlich gesagt auch so anschließen. Ich denke auch, dass das zwei, also auch bei anderen Infektionen und anderen Lokalisationen es natürlich immer auch zwei Herangehensweisen gibt. Manchmal, das ist, glaube ich, aber nach meiner Erfahrung immer eher der kleinere Anteil, ist ein sehr gutes, sehr hohes Hygienebewusstsein mit diversen Maßnahmen vorhanden. Und da ist dann quasi die Antibiotikaprophylaxe noch so das i-Tüpfelchen, was so quasi mitgemacht wird. Und manchmal, also jetzt auch in ganz anderen Fachdisziplinen, ist ja auch so ein bisschen die Argumentation, wir machen ja die Antibiotikaprophylaxe, dann muss vielleicht beim Rest nicht so absolut auf alles geachtet werden. Und vielleicht kann sowas ja auch tatsächlich, also solche Real-Life-Unterschiede, auch diese sehr heterogene Studienlage erklären. Also ich bin auch überrascht. Also ich finde, es egal, über welches Krankheitsbild man sich unterhält, außer diesen wenigen etablierten, also natürlich periinterventionell oder perioperativen Prophylaxen, so solche diese Dauerprophylaxen etc. oder auch Dauerdekolonisierungsversuche, außer beim Staph aureus oder MRSA-spezifisch, sind ja doch auch selten so, dass es da eine relativ eindeutige Evidenz gibt. Und ich glaube, das kommt auch viel durch diese Handling-Unterschiede, wie man das in den jeweiligen Zentren eben sieht, ob es quasi ein Add-on bei bereits sehr hohem Bewusstsein ist oder eher so ein Ersatz für die anderen Maßnahmen. Und das, glaube ich, schlägt sich dann wahrscheinlich in dem Fall schlussendlich in der Jahresstatistik wieder nieder. Ja, ich glaube, wir sind nicht weit auseinander. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Sie sich, lieber Herr Wichitil, positionieren zur antibiotischen Prophylaxe bei invasiven Prozeduren. Und vielleicht machen wir das Feld sogar noch ein bisschen weiter auf. Bei uns ist es immer wieder eine Diskussion, wie ist das denn mit urologischen Prozeduren, also der Zystoskopie? Vielleicht können Sie das gleich mitbeleuchten. Ohne viel in der Hand zu haben, muss ich sagen, die antibiotische Prophylaxe vor den Endoskopien machen wir schon noch. Oder genauer gesagt, vor den Kolonoskopien und vor gynäkologischen Eingriffen, wie es hier steht. Bei der Gastroskopie gibt es ja sehr kontroverse Daten und eigentlich nicht unbedingt einen eindeutigen Hinweis darauf, dass das irgendwie meine Prophylaxe benötigt. Sie sehen aber auch schon den Grad der Empfehlungen oder der Vorschläge, muss man sagen, 2C und 2D. Das Ganze basiert auf verschiedenen, vor allem retrospektiven Studien und Beobachtungsstudien, wo halt die Peritonitis-Rate bei Patienten, die Antibiotika erhalten haben, sei es aus anderen Gründen oder sei es wirklich als Prophylaxe, geringer war es bei Patienten, die keine Antibiotika erhalten haben. Da gibt es verschiedene Daten, keine Frage. Es gibt aber nur eine einzige randomisierte Studie und die kommt aus Saudi-Arabien. Und da muss man sagen, ist das Regime, das die angewendet haben, vielleicht nicht ganz optimal. Die haben nämlich intraperitoneal Ceftazidim eine Stunde vor der Kolonoskopie gegeben und haben festgestellt, dass die antibiotische Prophylaxe keinen Einfluss auf die Peritonitisrate gehabt haben. Die Häufigkeit der Peritonitis war 6-8% nach Endoskopie in beiden Gruppen, was auch relativ viel ist, muss man sagen. Aber es war kein signifikanter Unterschied zwischen Prophylaxegruppe und nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde eher nicht, kann vielleicht auch der Herr Becker noch was dazu sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht IB eine Stunde vor der Endoskopie die Lysat installieren, zumal ich ja dann die Bauchhöhle leer machen muss. Das steht ja im nächsten Punkt. Das ist eine auch schon eine wichtige Empfehlung. Einerseits ist so, dass mit gefüllter Peritonealhöhle die peritoneale Abwehr reduziert ist. Und andererseits muss ich auch sagen, ein praktischer Punkt, vor allem bei eher frischen Kathedern, wir haben auch schon Leaks gehabt, Leckagen, weil doch bei einer Kolonoskopie da auch Druck auf den Bauch ausgeübt wird, der intraperitoneale Druck steigt und es unter Umständen auch unkomfortabel wird für den Patienten. Also auch aus diesem Grund leeren wir die Peritonealhöhle vor der Endoskopie, auch wenn das ebenfalls nur eine 2D-Empfehlung ist. Bei urologischen Eingriffen machen wir es eigentlich nicht. Ich lasse mich da gern eines Besseren belehren, aber das machen wir nicht.
Ich habe auch keine Studie dazu gefunden, aber die Diskussion kommt immer gerne mal wieder auf. Also es ist vielleicht was, was man sich nochmal anschauen sollte. Gut, jetzt kommt die berühmte Katze. Also ich weiß ja nicht, ob das ein Einzelfall ist, der neuerdings an allen Stellen diskutiert wird. Aber offensichtlich gibt es sowas, dass Haustiere für PD-Patienten gefährlich werden können. Haben Sie da Erfahrung? Ja, aber wie Sie sagen, es ist halt, muss im richtigen Gewicht, in der richtigen Gewichtung sehen. Also wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, in unserer gesamten Zeit, und ich rede von 1991 bis jetzt, 4 Fälle von Pastorella multocida peritonitis. Bei durchweg Seiger-Patienten ist es genauso, wie es in den Guidelines steht. Es hat sich immer eine ziemliche Nahbeziehung zum Haustier herstellen lassen. In einem Fall hat auch tatsächlich die Katze am Heizbeutel am Seiger geschlafen. Und auch diese Bewegung der Schläuche bei der Seiger-Therapie, die ist natürlich sehr attraktiv für Katzen. Die spielen dann damit und verletzen vielleicht das Schlauchsystem. Das ist schon vorstellbar und dürfte auch der Fall sein. Da sind in den Guidelines auch ganz andere Tiere genannt, sogar auch Kakadus. Damit habe ich weniger Erfahrung. Ich glaube, also es haben ungefähr ein Drittel unserer Patienten Haustiere. Und die Haustiere erhöhen die Lebensqualität, sind wahnsinnig wichtig. Ich würde also nicht jetzt irgendwie von Haustieren abraten. Wir empfehlen schon, wenn es irgendwie geht, dass die Haustiere nicht in dem Raum, wo die Dialyse stattfindet, sind. Auch das lässt sich in vielen Fällen nicht verwirklichen. Und dann lasse ich sie irgendwo auch gut sein, weil so ganz häufig ist es nicht. Rede es nicht ständig darüber, über diese haustierassoziierte Peritonitis. Wahrscheinlich reicht es, dass man einmal zur Kenntnis genommen hat, dass sowas passieren kann und achtet dann ein bisschen drauf. Jetzt kommt was ganz Spannendes und ich hoffe ja so ein bisschen drauf, dass Sie uns die Pathophysiologie dazu erklären können. Warum ist denn eigentlich Hypokaliämie so ein Risikofaktor für die Peritonitis? Ja, das ist jetzt schon eine Therapiestudie, eine ganz aktuelle. Wahrscheinlich ist es multifaktoriell. Das klingt immer sehr schön. Wenn man nicht weiter weiß, kann man sagen multifaktoriell. Es gibt ja ist ungefähr 15 Jahre her, gibt es ja meines Wissens 2, 3 Arbeiten aus Asien. Und die haben eine sehr schöne Hypothese zurechtgeschneidert, nämlich dass Hypokalämie zu einer verminderten Darmmotilität führt und das zu einer bakteriellen Überwucherung. Und das führt dann zu einer Transmigration von Darmkeimern und damit zu einer gramnegativen Peritonitis. Und tatsächlich, in diesen Arbeiten war es auch so, dass Patienten mit einem Kalium von unter 3,5 gehäuft enterogene Peritonitis gehabt haben und vor allem bei diabetischen Patienten tatsächlich auch im Atemtest sich eine bakterielle Überwucherung nachweisen hat lassen. Die BDOPS-Daten sagen wieder anderes. Die sagen auch, dass die Hypokalämie mit vermehrter Peritonitisrate assoziiert ist, aber es ist eher die gram-positive Peritonitis in diesem Fall. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich und wahrscheinlich gibt es wirklich mehrere Mechanismen. Eine Möglichkeit ist, dass die Hypokalämie nur ein Spiegel der Komorbidität ist und der Mangelernährung, die ja viele unserer Patienten haben. Und diese Patienten haben einfach auch häufiger Peritonitis natürlich. Vielleicht ist das auch eine Ursache, die man bedenken muss. Bisher habe ich immer gesagt, es gibt keine Interventionsstudie. Man kann das nicht beweisen, dass Intervention ist, überhaupt etwas hilft. Und das ist eine sehr interessante neue Arbeit, die tatsächlich randomisiert hat. In der randomisierte Studie und bei hypokalämischen Patienten, das war definiert als, glaube ich, 3 Kaliumwerte innerhalb von 6 Monaten unter 3,5 oder ein Durchschnittswert unter 3,5. Die haben eben eine Kaliumsubstitution bekommen, um das Kalium zwischen 4 und 5 zu halten. Und bei der anderen Gruppe, bei der Kontrollgruppe, wurde Kalium nur nach Bedarf gegeben, oral. Tatsächlich, das sieht man auch in der Arbeit, ist es so, dass das gut gelungen ist, die beiden Gruppen bezüglich des Kalium, der Kaliumkonzentration zu differenzieren. Und tatsächlich war es so, dass eben das Risiko der Peritonitis reduziert war mit der Kaliumsubstitution. Nicht andere Endpunkte, nicht die Mortalität. Man muss auch dazu sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut, und das diskutieren die Autoren dann auch leider, aber trotz Randomisierung waren die Gruppen ein bisschen unbalanciert, was das Alter und Diabetes betrifft. Und wenn man dann adjustiert hat für diese Faktoren, war dieser Unterschied nicht mehr signifikant in der Peritonitis, im Peritonitis-Risiko, die Hazard-Ratio, obwohl sie numerisch gleich war. Also es wird schon was dran sein.
Das ist die erste Arbeit, die tatsächlich zeigt, dass Kaliumsubstitution Sinn macht. Die Frage ist, ob wir es wirklich mit Kaliumpräparaten machen oder ob auch vielleicht das Spironolacton eine Möglichkeit wäre. Da gibt es bezüglich Peritonitis noch keine Daten, aber das ist sehr interessant und sicher ein Thema. Nicht vergessen sollte man trotzdem halt die Behandlung der Mangelernährung, Komorbiditäten und so weiter, die vielleicht eben auch das Peritonitis-Risiko erhöhen. Vielleicht noch einen Punkt zur Prophylaxe. Immer wenn es Antibiotika gibt, soll auch antifungale Prophylaxe überlegt werden. Da würde mich natürlich auch interessieren, wie handhaben Sie es in der Praxis und was setzen Sie da im Zweifel ein und handhaben Sie es genauso, wie es im Text steht? Klares Nein. Wir haben das auch mit unseren Mikrobiologen besprochen. Wir haben seit Jahren keine Pilzperitonitis gehabt. Und auch das, wenn Sie schauen, basiert diese Guideline auf zwei relativ alten Studien mit einer relativ hohen Pilzinfektionsrate. Und ich glaube, dass es nicht gerechtfertigt ist, man müsste ja wirklich bei jeder antibiotischen Therapie, egal aus welcher Indikation, egal wie lange, ein Antimykotikum dazugeben. Das macht Interaktionen. Es gibt viele Resistenzen bei Candida inzwischen, wo man gar nicht so recht weiß, ob Fluconazol überhaupt wirkt. Nystatin ist meines Wissens nicht mehr erhältlich in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Also wir tun es nicht, muss ich sagen. Wir tun es dann, wenn jemand eine sehr, sehr lange antibiotische Therapie hat, über Wochen, aber nicht automatisch bei jeder Antibiotikagabe. Aber das ist auch eine Guideline, die natürlich sehr, sehr viele Leute ambivalent macht. Vielleicht verständlich vor dem Hintergrund, dass es ja eine weltweite Guideline ist und in Regionen, wo eben die Pilzperitonitis häufiger ist, das vielleicht ein bisschen anders gesehen wird. Also ich stimme dem voll zu, was Sie gerade gesagt haben. Das ist ganz richtig. Wenn, was ich mir nicht wünsche, aber jetzt die Pilzperitonitisrate im Zentrum steigt, natürlich würde ich dann schon noch eine solche Maßnahme erwägen. Also auch wiederum wichtig, wie es im eigenen Zentrum anschaut, da gebe ich Ihnen ganz recht. Ja, interessant. Vielen Dank. Also es hatte mich nämlich auch so ein bisschen überrascht, dass man das so regionenunabhängig da drin stehen hat. Weil natürlich auch bei anderen Krankheitsbildern, vielleicht zum Beispiel in den Tropen, ja die Pilzraten höher sind. Aber ich wäre jetzt auch, sag ich mal, aus der mitteleuropäischen Perspektive ein bisschen überrascht gewesen, das so zu sehen, muss ich sagen. Genau, dann sind wir jetzt hier schon auf dem Flowchart für die empirische Antibiotikatherapie tatsächlich. Ich denke, das ist wahrscheinlich nicht ganz überraschend, empirisch Gram-positive und Gram-negative Abdeckung. Sie hatten es ja auch erwähnt, dass man so einen leichten Shift vielleicht bei Ihnen im Zentrum sieht. Ob das einen echten Epidemiologie-Shift oder einer verbesserten Diagnostik zu schulden ist, das weiß man vielleicht manchmal auch immer nicht ganz. Also zumindest haben wir auch diese Erfahrung gemacht, aber jetzt steht ja hier Cephalosporin erste Generation, das wäre ja wahrscheinlich Cefazolin oder Vancomycin und dann plus Ceftriaxon oder Gentamicin wahrscheinlich. Und dann auf dem rechten Monotherapie mit Cefepime. Da würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wie Sie das an Ihren beiden Zentren vielleicht tatsächlich machen. Denn also diese rechte Variante mit dem Cefepime, das ist ja auch bei anderen Indikationen etwas, was man eher so auch aus den USA zum Beispiel kennt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dieses nephrologische Krankheitsbild sozusagen auch zutrifft. Also oder welches Vorgehensweise Sie da wählen normalerweise und ob es vielleicht auch irgendeine Veränderung gab. Ja, also in unserem Zentrum haben wir den Standard, dass wir es ein bisschen von der Klinik auch abhängig machen. Wenn ein Patient eine milde Peritonitis hat, ohne viel klinische Symptomatik, dann bekommt er tatsächlich entweder Cefepime als Monotherapie oder Cefazol, also Cefazolin plus Ceftazidim, was ja im Spektrum ähnlich ist. Wenn eine schwere Symptomatik vorliegt, dann wählen wir eher das alte Cephalosporin, also Cefazolin plus ein Aminoglycosid. Natürlich, ich weiß nicht, ob das noch diskutiert wird, aber Aminoglycosid muss man auch vorsichtig sehen und wir schauen, dass wir das möglichst rasch auch wieder draußen haben, dann, wenn das Antibiogramm fertig ist. Das ist eine etwas traditionelle Vorgehensweise, die sich aber in der PD bewährt hat. Vielen Dank. Genau, dann kommen jetzt zwei Folien, die sehr voll sind, die aber, glaube ich, trotzdem, also ich fand das sehr hilfreich, weil ich meine, immer wieder diese Table 5 und 6 aus der jeweiligen, aus der Leitlinie, weil man doch immer wieder vor dieser Fragestellung steht und dann auch ich sage es mal aus Mikrobio-Perspektive, die Anfrage bekommt, wie kann man das geben und kann man das geben, etc. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr viel, sehr, sehr, sehr ausführlich hier zusammengearbeitet. Vielleicht auch da noch einmal die Frage in der täglichen Praxis. Ist es ja auch gut, dass man sich auf ein paar wenige wahrscheinlich beschränkt, die man regelhaft einsetzt.
Da vielleicht auch nochmal die Frage intraperitoneal, haben wir jetzt ja schon gehört, welche Sie da primär einsetzen. Die Frage vielleicht, wann und wie lange systemische Antibiotikatherapie, also das wäre dann ja sozusagen der Table 6 auf der nächsten Folie, und zu welchen Indikationen und welche sind da vielleicht so die zwei, drei Substanzen, mit denen die meisten praktischen Erfahrungen jetzt in dem österreichisch-deutschen Setting bestehen. Also wir reden jetzt nur über die Peritonitis, nicht über andere Indikationen. Wie gesagt, eigentlich kommen wir ganz gut aus mit in den meisten Fällen mit Cephalosporinen, vielleicht ab und zu Vancomycin, Aminoglykosiden und vielleicht bei Austauschstelleninfektionen auch Amoxicillin oder etwas Ähnliches, auch für die Enterokokkenperitonitis, die auch sehr selten ist, muss ich sagen. Diese Dosierungen, auch die IB-Dosierungen, ich weiß sie auch nicht auswendig, ich schaue auch nach. Es gibt aber ein paar Punkte, wo ich eigentlich mit den Guidelines nicht ganz, wo ich die Guidelines nicht ganz nachvollziehen kann oder wo wir andere Dosierungen haben. Das ist zum Beispiel das Vancomycin. Also wenn wir Vancomycin so dosieren, dass wir 15 bis 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht alle 5 Tage geben, haben wir keine effektiven Spiegel. Die Frage ist natürlich auch, wie man das dosiert. Also wir haben uns mit unserer Mikrobiologie geeinigt, dass man einen Talspiegel, wobei die Frage ist, was der Talspiegel, also vor der nächsten Gabe halt, von 20 anstreben soll. Und wenn dieser Spiegel unter 20 fällt, kriegt der Patient die nächste Gabe. Und da kommt man mit der Dosierung, die hier angegeben ist, eigentlich nicht aus, muss man sagen. Andere Sachen sind wahrscheinlich ganz okay. Ich meine, es gibt, wie Sie schon gesagt haben, relativ wenig pharmakogenetische Studien an der CAPD, aber vor allem an der APD. Das ist das viel größere Problem noch. Ja, vielen Dank. Was mich dann auch noch interessieren würde, ich glaube, das kommt auch noch auf eine der folgenden Folien, die Staph aureus-Infektion. Da haben wir ja doch erfreulicherweise selten diesen Punkt, der hier in dem dritten Feld aufgeführt ist, dass es eben MRSA ist, sondern meistens ist es ja dann doch erfreulicherweise ein MSSA, wenn man so möchte, ein sensibler Staphylococcus. Da würde man ja dann, sagen wir, in fast allen anderen Indikationen, zumindest in Deutschland, in Österreich bin ich nicht ganz sicher, häufig bei systemischen Infektionen Flugloxacillin oder Staphylokokkenpenicillin einsetzen oder eben das Erstgenerationscephalosporin Cefazolin. Dieses Flugloxacillin habe ich, glaube ich, in der Leitlinie jetzt gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das daran vielleicht auch liegt, dass das irgendwie nicht intraperitoneal stabil ist oder so, aber würden Sie das tatsächlich auch so machen, dass man dann, wenn man einen Staph aureus hat, der kein MRSA ist, dass man dann Cefazolin einsetzt, oder würde man quasi die empirische Therapie dann einfach das Gramm-Negative rausschmeißen sozusagen und mit dem empirisch Gramm-Positiven weitermachen? Weil das finde ich auch immer wieder so eine Diskussion ist. Also vom Gefühl her hätte ich jetzt auch gesagt, wie man bei allen anderen Indikationen versucht man ja, wenn der Keim da ist, also eigentlich auch gezielt sozusagen darauf einzuengen. Handhaben Sie das auch so in der Form mit dem Cefazolin dann? Also das Cefazolin ist ja immer in der Primärtherapie eigentlich dabei. Nicht, wir machen es genau so, dass wenn ein Staph aureus in der Kultur ist, dass man dann das Antibiotikum für den gramnegativen Bereich eben weggibt und nur mehr mit Cefazolin mono weiter behandelt, wenn es kein MRSA ist. MRSA haben wir extrem selten. Ich meine, das eine ist natürlich der mikrobiologische Aspekt, das andere ist ein bisschen die Praxis und die Praktikabilität, sage ich einmal. Nicht? Und wir haben zum Beispiel sehr viele APD-Patienten, automatisierte Peritonealdialyse. Wir brauchen Antibiotika, die man in den letzten Beutel geben kann als Einzeldosis pro Tag. Und da sind halt viele, die anderen Penicilline zum Beispiel, oder die Penicilline, nicht sehr gut geeignet dafür. Der Patient bekommt dann beimpfte Beutel mit, der füllt einfach den letzten Beutel mit dem Antibiotikum ein dann. Und das lässt sich sehr gut in der Praxis machen. Für alles andere bräuchten wir stationäre Aufnahmen. Das machen wir aufgrund der Ressourcen fast nicht mehr, auf den limitierten Ressourcen, auf den Bettenstationen. Und wenn die Peritonitis ambulant behandelt wird, dann gehen eben nicht alle Antibiotika, auch wenn sie vielleicht vom mikrobiologischen Aspekt besser geeignet werden. Ja, vielen Dank. Dann vielleicht von meiner Seite noch eine letzte Frage. Das aus mikrobiologisch-infektiologischer Sicht blödeste Szenario und wahrscheinlich auch aus nephrologischer ist ja immer das, wenn man keinen Keim nachweisen kann.
Hier steht natürlich auch viel, keine klinische Verbesserung, dann bitte Spezialkulturtechniken, was immer das dann bedeutet tatsächlich auch. Das wird wahrscheinlich ja sehr standortspezifisch sein. Pragmatischer Approach Ihrer Seite, wie handhaben Sie es da? Das wäre, glaube ich, nochmal spannend. Ja, also wir machen es ähnlich, wie es hier in diesem Diagramm steht. Zum Glück ist ja die kulturnegative Peritonitis meistens gut behandelbar. Man glaubt ja, dass das eher gram-positive Keime sind, die da eine Rolle spielen. Und wir machen es eigentlich genauso. Wobei dieser Tag 3, der gilt eigentlich für alle Peritonitis-Episoden. Also die ersten 48 Stunden sind ein ganz wichtiger Marker. In den ersten 48 Stunden, das steht ja auch drinnen in der Guideline, sollte eigentlich der Patient oder sollte die Situation klinisch besser werden. Also die Leukozytenzahlen sinken, die Bauchschmerzen besser werden, nicht natürlich das CRP, das steigt protrahiert an noch. Und dieser Tag 3 ist ganz, ganz wichtig. Wenn alles besser wird, dann kann man weitermachen mit der Therapie. Das machen wir dann auch so bei der kulturnegativen Peritonitis. Dann kann man auch das gramnegative Antibiotikum, vor allem wenn es ein Aminoglykosid ist, wegnehmen und insgesamt 14 Tage behandeln. Wenn keine Besserung da ist, dann muss man nachdenken, mit noch mal eine Kultur machen am Tag 3. Wir schauen, ob da etwas wächst und dann sieht man das Prozedere eh hier sehr schön. Eventuell dann, falls ein Keim wächst, keimspezifisch therapieren. Wenn wieder kein Keim wächst und keine Besserung auftritt, dann muss man den Katheter entfernen. So in dieser Art ist das, glaube ich, eine ganz vernünftige Guideline. Der Tag 5 ist natürlich jetzt arbiträr, das sagen die Guidelines auch. Es ist nicht so, dass man immer am Tag 5 jetzt den Katheter entfernen muss. Das hängt ein bisschen natürlich von der klinischen Situation ab. Man kommt da manchmal auch zeitlich ins Gedränge, weil wenn man jetzt am Tag 3 wieder Kulturen abnimmt, der Verlauf ist eher mild, dann dauert das einmal bis zum Tag 5, bis die Kulturen da sind und dann hat man noch gar nicht die Antibiotika umgestellt. Also dieser Tag 5 ist jetzt nicht eingemauert. Wenn natürlich der Patient dramatisch krank ist, muss man schon schneller handeln. Aber wichtig ist auch, dass man dann vielleicht ein bisschen Folgediagnostik macht, dass man also nicht nur einfach Antibiotika gibt, sondern nachdenkt, warum persistiert denn diese Peritonitis? Liegt ein Tunnelinfekt vor? Liegt doch irgendeine eine kulturnegative enterogene Peritonitis vor? Muss ich eine CD des Bauches machen? Und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die am Tag 3 natürlich auch eine Rolle spielen. Ja, vielen Dank. Jetzt ist mir doch noch ganz kurz eine ganz, ganz schnelle, kurze Nachfrage eingefallen. Sie hatten vorhin einmal gesagt, Aspergillus niger kriegen Sie manchmal über die PCR. Machen Sie standardmäßig eine PCR aus dem Asekret oder dann, wenn die Kultur negativ ist? Oder was wäre da der Algorithmus? Letzteres, wenn die Kultur negativ ist. Und zwar einmal, also im einen Fall gehabt von Aspergillus niger. Wenn man 50-seitigen Guidelines in eine akademische Stunde reinpresst, dann bleibt leider manches unerwähnt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, Herr Wischetil. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und sehr gerne würden wir uns vielleicht nächstes Jahr dann wieder mit Ihnen zusammensetzen und einige andere Aspekte zur Peritonealdialyse nochmal besprechen. Herzlichen Dank auch dafür, insbesondere, dass Sie da nochmal einkommentiert haben, wo die Leitlinien dann eben vielleicht doch nicht so ganz auf Österreich, Schweiz und Deutschland passen und damit eben auch die Grenzen von diesen Empfehlungen aufgezeigt haben. Einen schönen, hoffentlich nicht zu heißen Abend in Wien, in Halle, in Homburg. Das war unsere 99. Folge heute, Sören. Das heißt, wir freuen uns in einer Woche auf die 100. Folge, die wir gemeinsam machen werden. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.